Gehören Sie auch zu den 2/3 der Bevölkerung, die regelmäßig unter Kopfschmerzen leidet? Dann sind Sie hier bei uns heute genau richtig. Mein Name ist Dr. Christian Schulze und Kopfschmerz ist heute unser Thema. Wir werden uns mit den Ursachen, mit den verschiedenen Arten von Kopfschmerzen sowie mit den Therapieoptionen beschäftigen. Und da sehen Sie, dass es heute ein bisschen länger gehen wird. Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft unterscheidet 252 Arten von Kopfschmerzen, wie beispielsweise auch den postkoitalen Kopfschmerz oder den Kopfschmerz nach dem Genuss von kalten Eis oder Getränken. Aber wir wollen uns heute eigentlich mit den Kopfschmerzen, die Sie am stärksten beeinträchtigen, beschäftigen. Die Frage ist natürlich, was kann am Kopf eigentlich alles wehtun? Das Gehirn selbst hat keine Schmerzrezeptoren. Es sind dies der Schädel, es sind die Hirnhäute, es sind die Blutgefäße, die Nasennebenhöhlen oder aber auch die Austrittspunkte der Nerven aus dem Schädel sowie der oberen Halswirbelsäule. An diesen Stellen können wir Schmerzen wahrnehmen. In 90% der Fälle handelt es sich um Spannungskopfschmerzen oder Migräne. Des Weiteren gibt es Clusterkopfschmerzen, Schmerzen bedingt durch eine regelmäßige Schmerzmitteleinnahme, einen Schmerzmittelmissbrauch quasi, sowie Begleitkopfschmerzen bei einem grippalen Infekt beispielsweise oder Kopfschmerzen, die als on top kommen bei schwerwiegenden anderen Erkrankungen, wie beispielsweise einer Sehschwäche. Woran erkennen Sie denn nun eigentlich, welchen Kopfschmerztyp Sie haben? Beim Spannungskopfschmerz ist es in der Regel so, dass er beidseitig auftritt, vor allen Dingen in der Schläfenregion und etwa ein paar Stunden bis Tage anhält. Ganz im Gegenteil dazu tritt bei der Migräne, die häufig bei Frauen auftritt, der Kopfschmerz nur halbseitig auf. Er ist nicht selten begleitet von Übelkeit und im Vorfeld zum Kopfschmerz tritt nicht selten eine Aura auf, in Form von Lichtblitzen oder Ohrgeräuschen, die Sie wahrnehmen, obwohl sie eigentlich nicht da sind. Der Clusterkopfschmerz ist der stärkste Kopfschmerz und wird vom Patienten nicht selten so beschrieben, als ob ihm ein Messer in den Schädel gerammt wird. Der Clusterkopfschmerz, der zu 75% Männer betrifft, tritt in der Regel einseitig auf. Es ist der stärkste Kopfschmerz, den wir kennen. Es gibt Attacken bis zu 8 Stück an einem Tag und danach kann es wieder ein monatelanges schmerzfreies Intervall geben. Sehr ärgerlich ist der Kopfschmerz durch chronischen Schmerzmittelgebrauch. Das wundert natürlich nicht, denn das häufigste Medikament, was verordnet wird, meinetwegen ist Ibuprofen und scheinbar ernährt sich ein Großteil der Bevölkerung täglich mit Ibuprofen. Was die meisten Leute allerdings nicht wissen, ist, dass auch dieses Medikament auf Dauer Kopfschmerzen auslösen kann. Als Betroffener geraten Sie an einen Teufelskreislauf. Sie setzen das Ibuprofen ab, es kommt zu einem Entzugskopfschmerz und dann nehmen Sie das immer weiter. Ein eher harmloser Kopfschmerz ist der Begleitkopfschmerz, beispielsweise im Rahmen eines grippalen Infektes oder wenn Sie einen über den Durst getrunken haben und es nicht vertragen. Dieser Kopfschmerz ist allerdings nur von kurzer Dauer und relativ unkompliziert. Kopfschmerzen, bei denen Sie umgehend einen Arzt aufsuchen sollten, sind Kopfschmerzen nach einem schweren Schädel-Hirntrauma, sei es ein Unfall, ein Sturz oder ein Schlag gegen den Kopf. Insbesondere, wenn dieser Kopfschmerz mit Zeichen wie Schwindel oder Übelkeit oder einer Bewusstseinseintrübung einhergeht. Ein weiterer dramatischer Kopfschmerz kann natürlich auch der Kopfschmerz durch eine Meningitis sein, durch eine Hirnhautentzündung. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass Sie einen starken Schmerz in Ihrem Nacken verspüren und es nicht mehr schaffen, das Kinn an die Brust herunterzuführen. Auch dann sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Hauptursachen oder Auslöser für Kopfschmerzen sind Stress, Wetterumschwünge, Flüssigkeitsmangel, schlechte Ernährung, Alkohol- und Nikotingenuss, Schlafmangel und ungünstige Situationen am Arbeitsplatz oder im Privatleben. Deshalb empfehle ich meinen Patienten eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Achten Sie auf eine entsprechende Trinkmenge von 2 bis 3 Liter Wasser. Essen Sie zu geregelten Zeiten. Achten Sie auch darauf, dass Sie neben Ihren ganzen Funktionieren am Tag auch mal ein paar Entspannungszeiten haben. Gehen Sie zum Sport. Machen Sie etwas, was Sie ausgleicht und Sie auch mal runterholt von Ihrem Stresslevel. Das müssen wir uns ja meistens alle selbst machen. Und ja, trinken Sie nicht den ganzen Tag zu viel Kaffee oder Alkohol und gehen Sie sorgsam mit sich um. Sollte sich Ihr Körper dann doch mal mit Kopfschmerzen melden, greifen Sie nicht gleich zur Schmerztablette, sondern gönnen Sie sich vielleicht ein entspannendes, wärmendes Bad. Nutzen Sie Minzöl an den Schläfen und gönnen Sie sich vor allen Dingen etwas Ruhe. Sollten Sie doch dann zu Tabletten greifen müssen für Ihren Kopfschmerz, achten Sie bitte darauf, dass Sie sortenreine Schmerztabletten nehmen. Wirkstoffkombinationen, insbesondere unter dem Zusatz von Koffein,
halte ich für äußerst kritisch, weil sie auch ein gewisses Abhängigkeitspotenzial in sich birgen. Und bei Migräne, Kopfschmerz gibt es natürlich spezielle Migränetabletten, die Sie sich auch von Ihrem Arzt verschreiben lassen sollten. Falls Sie an chronischem Kopfschmerz leiden, wäre unter Umständen die Akupunktur, die Osteopathie oder die Atlas-Therapie für Sie noch eine Option. Bevor ich jetzt noch selbst Kopfschmerzen bekomme von vielen Reden, lassen Sie mich ein kurzes Fazit ziehen. Der Kopfschmerz ist eine hochkomplexe Erkrankung. Sie haben gesehen, dass Sie vorbeugend die meisten Sorten von Kopfschmerzen verhindern können. Sollten Sie dennoch chronische Kopfschmerzen haben, lassen Sie sich eingehend untersuchen und beraten, insbesondere auch über alternative Heilmethoden. Und wenn Sie ansonsten noch Fragen haben zum Thema Kopfschmerzen, schreiben Sie hier einen Kommentar und greifen Sie vor allen Dingen nicht immer gleich zur Schmerztablette. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Rat dazu aufsuchen und sich untersuchen lassen und eben nicht gleich zu einer, sind die ganzen Dinge ausgegangen.